Werbung, Pubblicità. KFCGL AGB für Ihr Modell 37. Rufen Sie für einen Termin an 0471 1800 335. Auch per WhatsApp. Salto. 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 Costa Discordia. L'interruzione di Michiel Costa. Ein Zwischenruf von Michiel Costa. Budetička anstalle des Dolomites. Humanité. Menschlichkeit, Menschsein. Weiter geht's. Verlieren wir immer noch mehr von unserer Menschlichkeit? Ja, verlieren wir sie doch. Machen wir einfach immer weiter mit unseren festgefahrenen täglichen Angewohnheiten. Mit unseren Augen, die sich gar nicht mehr vom Display unserer sogenannten Telefone lösen können. Augen, die sich dafür immer dann ganz schnell schließen, wenn es um menschlichen Tragödien geht, ja, die längst Alltag geworden sind. Um Tausende von Menschen, die unter unmenschlichen Bedingungen in Flüchtlingscamps leben und deren Schicksal es sein wird, im Mittelmeer zu ertrinken, während drumherum Kreuzfahrtschiffe ihre Bahnen ziehen und Luxusjachten und Sportboote und Katamarane mit geblähten schneeweißen Segeln auf der Suche nach Sommervergnügung im glitzernden Meer. Augen, die sich vor dem Krieg schließen, vor bombardierten Stauwehren. Ja, früher haben wir uns gegenseitig mit geschwungenen Keulen verprügelt. Heute haben wir ganz andere Waffen, doch wohin werden die uns führen? Weiter geht's. Es heißt ja nicht umsonst, wer stehen bleibt, hat schon verloren. Doch wohin wird uns der Wind der Entmenschlichung noch treiben? Vielleicht wird er uns ferne, neue Welten entdecken lassen. Ja, doch da bin ich nicht allzu optimistisch. Die Grand Tour, die Kulturreise im Stile Goethes, ja, die ist längst Vergangenheit. Dieser vorherrschende und vor allzu großer Energie sprudelnde Hedonismus, ja, der liegt ja auch schon 100 Jahre zurück. Weiter geht's. Weiter geht's, das schon, doch bitte wohin? Wir sollten uns vielleicht lieber etwas anderes vornehmen. Wir sollten uns vornehmen, nicht einfach nur weiterzugehen, sondern über die Dinge hinaus. Mit dem frischen, sauberen Dolomitenwind im Rücken, einem Ort entgegen, an dem uns niemand mehr verbieten kann, menschlich zu sein. Zu einem Ort, wo man nicht mehr von schlechten Angewohnheiten erdrückt wird, sondern wo wir lernen können, dass jede einzelne Erfahrung von Menschlichkeit immer schon die Möglichkeit weiterer menschlicher Erfahrungen in sich birgt. Also einfach über das Gehabte hinaus. Nehmen wir Menschen bei uns auf, die gemeinhin Fremde genannt werden. Ja, Fremde nennen wir sie. Aber ihnen verdanken wir es, wenn wir tiefe Menschlichkeit in uns wiederfinden. Nehmen wir Familien aller Art in unserer Gemeinschaft auf. Familien aller Art. Alles, was zählt, ist, dass die Familie auf Liebe basiert. Und die Liebe ist ausschließlich Sache derjenigen, die sie spüren. Mehr Bedingungen braucht es nicht, oder?
geben wir uns die Menschlichkeit zurück, die uns vom Universum verliehen wurde und die das Universum auch irgendwann zurückerwartet. Es ist ja nur eine Leihgabe. Dem Universum verdanken wir unseren Körper und unseren Geist, und es gehört sich nun einmal, es gehört sich, dass man Leihgaben in guten Zustand zurückgibt. Doch mal ehrlich, wie gehen wir denn damit um, was uns hier in den Dolomiten, in Alta Badia, in Südtirol als großzügige Leihgabe der Natur zur Verfügung gestellt worden ist? Ja, wir haben jetzt Lärm und Autoverkehr und Gästebetten und eine Tourismusindustrie, in der die Masse zählt, kaum noch der einzelne Gast. Aber auch noch viele große, unberührte, wunderschöne Naturräume. Wir haben Gämsen, Krokusse, Enziane. Du drehst dich einmal um und kannst Gott begegnen bei uns. Du erhebst die Augen zum Himmel und der Sound der Sterne bringt dein Innerstes zum Vibrieren. Ein Panorama von unerhörter Schönheit. Was für Panorama, in dem du alles finden kannst, ja sogar dich selbst. Du musst nur wissen, wo du suchen musst und wo du vom Überfluss davongerissen werden kannst, wenn du auch nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzt. Unsere Täler sind durch totale Gegensätze charakterisiert. Übrigens nicht anders als der Mensch selbst auch. Anders als das Murmeltier, das über das Perdoi hoch hoppelt und seine Existenz in kosmischer Problemlosigkeit verbringt, wird der Mensch nur allzu häufig von Gedanken überwältigt, die noch Form annehmen müssen. Ist ja noch nicht passiert. Oder schleppt Schmerzen und Ungerechtigkeiten mit sich herum, die ihm in der Vergangenheit zugefügt worden sind. Ist ja schon passé. Und weil er in seinem stetigen Streben nach Wohlbefinden keine Lösung dafür findet, ja, da sucht er diese eben, und das bei dem von ihm gewählten rationalen Lebensstil, hat er selber gewählt, sucht er diese in einem Post auf Social-Media-Kanälen. Oder in einem flüchtigen Wunsch, in einem flüchtigen Verlangen, in Zuneigung gegen Bezahlung. Und manchmal ja ganz naiv, andere Male voller Begeisterung, in einem neuen Anschein von Spiritualität. Und so klammert sich der Mensch an Dinge oder an Projekte oder begnügt sich mit dem Glauben. Und genau dieses Klammern bringt ihn paradoxerweise ins Taumeln oder gibt ihm natürlich Hoffnung. In seiner Verwirrung und weil er sich längst an seine kleinen Alltagsdilemmas gewöhnt hat, lässt er sich von selbstverliebten Aktionen leiten, die nichts anderes bewirken, als dass sich seine Schwierigkeiten noch vergrößern. Zu viele Beziehungen, zu viele Beschränkungen, Vorurteile und Egoismen verdunkeln die Wahrheit, die doch sehr wohl auch in ihm steckt. Doch sie täuschen ihm alle möglichen anderen Trugbilder von Pseudo-Wahrheiten vor, die ihn ins Zweifeln bringen. Ja, also was tun? Was tun? Was soll der Mensch tun? Wir könnten versuchen, dem Leben jenen Sinn zu geben, den wir uns wünschen, indem wir Begegnungen mit anderen Menschen wichtig nehmen, zum Beispiel im Bewusstsein, dass die einzige Person, die wir verändern können, wir selbst sind und dass uns das Leben in einer Gemeinschaft Glück schenkt. Die Begegnung mit der nichtmenschlichen Natur da draußen, die Umarmung einer Lerche, die stille Betrachtung eines Dolomitenfelsnadel,
Das ist die äußere Welt, die wir in unser Inneres bringen müssten. Denn auch sie wird uns Glück schenken, ja, wissen wir doch, wie glücklich sind wir da draußen. In einer Dolomitenlandschaft zu leben, in der es nichts Hässliches gibt und keine Exzesse, kein Lärm und keine Verschandelung, erweitert und verbessert unser Menschsein und macht uns selbst auf eine gute Weise kleiner. Wir sind dann nur mehr unendlich winzige Teilchen in einem gewaltigen, unermesslichen Universum. Ja, also Stille, Schönheit und Menschlichkeit. Ja, und was gibt es Schöneres, als jemandem zu Diensten zu sein? Ja, natürlich muss es in Würde geschehen, das ist klar. Nehmen wir zum Beispiel mal unsere Maratona des Dolomites. Ja, sie wird ja auch so oft kritisiert, weil zu viel des Guten und Autos und Verkehr. Aber sie ist wirklich wie ein verbindendes Element. Die Freiwilligen, wir selbst und alle Teilnehmenden, schwebten bei dieser Marathon in höchsten Höhen. Schwerelos wie Dolomitenadler, berauscht vom Duft des Türkenbunds, interessiert, beäugt von den Murmeltieren. Das Thema war eben die Menschlichkeit. Ja, das hat uns schon zum Nachdenken angeregt. Und dieses Mal mehr denn je zuvor. Wir wollten haben versucht, eine klare Botschaft zu vermitteln. Ja, genau das ist also die Maratona des Dolomites und natürlich auch jede Veranstaltung, die von einer Gemeinschaft organisiert wird. In diesem Falle die ladinische Gemeinschaft hat eine Gastfreundschaft gepflegt, die weit über schlichten Tourismus hinausgeht. Sie hat Gäste wirklich aufgenommen. Ja, nicht nur Alta Badia, aber alle ladinischen Täler sind damit eingebunden. Ja, es ist so schön, mit Fasaner und Ampezaner und Grödner und den Einwohnern aus dem Buchenstein, mit Fodomi, zusammenzuarbeiten. Und noch was, wir haben keine Schwierigkeit, freiwillige Mitarbeiter zu finden. Es sind über 1500 Menschen, die sich an etwas sehr Schönem beteiligen. Denn es ist stets die Gemeinschaft in der besonderen Menschlichkeit zu finden, ist eine Menschlichkeit, die die ganze Welt braucht. Ja, Mensch und Unmenschliches umarmen. Ja, und am 12. Juli gab es Grund zum Feiern. Nicht nur für mich, sondern für ganz Europa und vor allem für die Natur. Denn nach langem Hin und Her hat sich das Europäische Parlament für ein wichtiges Naturschutzgesetz ausgesprochen. Das sogenannte Renaturierungsgesetz. Ja, ist auch traurig genug, dass wir das überhaupt brauchen. Und umso schlimmer, dass bis zuletzt die Konservativen und rechten Parteien und die Klimaleugner natürlich im EU-Parlament heftig dagegen gemauert haben. Aber am Schluss hat die Natur gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Mit knapper Mehrheit ist das Gesetz verabschiedet worden. Abgeschwächt zwar gegenüber seiner ursprünglich geplanten Form, aber immerhin. Es ist ein wichtiger Baustein des Green Deals, der EU-Umweltpolitik, die unseren Kontinent bis zum Jahr 2050 klimaneutral machen soll. Doch worum geht es in diesem Renaturierungsgesetz? Ja, das habt ihr ja gelesen, man weiß es. Also ein kurzes Resümee. Es geht um nichts anderes als um die Wiederherstellung der Natur. Bis 2030 sollen 20% der Land- und Wasserfläche Europas renaturiert werden. Sprich, Wälder sollen wieder aufgeforstet, Städte begrünt und trockengelegte Moore wieder unter Wasser gesetzt werden.
denn Wälder und Moore speichern CO2 und sind damit äußerst wichtige Verbündete gegen den Klimawandel. Der Kampf Europas gegen Klimawandel und Artensterben hat damit definitiv begonnen. Das ist der Anfang. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass auch bei uns in Südtirol die Klimaleugner sitzen. Unglaublich, nicht? Erst vor wenigen Tagen hat die Mehrheit aus SVP und Lega mit einer unhaltbaren Argumentation einen Vorschlag der Grünen abgelehnt, die in Ortszentren und Industriegebieten zur Klimaverbesserung mehr Bäume pflanzen wollten. Eine schlechte Nachricht ist ebenfalls, dass unser Europaparlamentsabgeordneter Herbert Dorfmann, leider ein Totalausfall, zusammen mit seiner Gruppe gegen das Renaturierungsgesetz gestimmt hat. Von jemandem wie Dorfmann in Europa vertreten zu werden, schadet uns sehr. Es bleibt nur die Hoffnung, dass er nicht mehr kandidiert. Das Renaturierungsgesetz immerhin haben er und seinesgleichen nicht verhindern können. Nein, konnten sie nicht. Nun wird der Green Deal langsam Wirklichkeit. Möglichst schnell muss in den 27 Mitgliedstaaten der EU jetzt über den genauen Wortlaut des Gesetzes entschieden werden. Dann kann es endlich losgehen. Es kann endlich losgehen. Und der Mensch wird zum Mensch, wenn er das Unmenschliche ernst nimmt. Lasst uns also mit offenen Augen, klarem Geist und weichem Herzen weitergehen. Weiter geht's? Nein, nicht einfach nur weitergehen, sondern über die Dinge hinaus. Zu diesem ganz besonderen Ort in uns, dem Ort wahrer Menschlichkeit. Also, was Gutes tun, den Adler singen hören und uns gern haben. Giulanga Diccance, a sudai delle Dolomites, bye bye. Costa Discordia. Eine Produktion von Salto. Una produzione di Salto. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, ja dann abonniere unsere Kreativität, denn es ist nie zu spät, Qualität und freie Information in Südtirol zu unterstützen. Salto. 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 Salto.